Hallo liebe YouTube-Freunde, heute bin ich eigentlich mit der Absicht in den Wald gegangen, die Rehe zu beobachten, die hier am Wald leben. Aber auf dem Weg in den Wald habe ich am Wegesrand eine Scherbe gefunden. Und ich habe mich daran erinnert, wie ich vor einigen Jahren einmal eine Pfeilspitze aus so einer Glasscherbe gefertigt habe. Dazu verwendete ich die Flintknapping-Methode, also die Drücktechnik, wo man Stücklein für Stücklein wegbrecht. Und das ist erstaunlich gut gegangen, weil Glas ist ein künstlicher Werkstoff und der bricht sehr viel regelmäßiger als ein natürlicher Silexstein, der ja auch so glasartig bricht. Und darum ist es einfacher aus Glas eine Pfeilspitze herzustellen als aus einem Silexstein. Ich bin weiß Gott kein Flintknapping-Experte, also überhaupt nicht, aber das ist vielleicht gerade gut so, denn so kann ich zeigen, dass im Prinzip jedermann so eine Pfeilspitze herstellen kann, der das einmal ausprobiert und ein bisschen Geduld hat. Natürlich muss ich etwas improvisieren. Normalerweise habe ich ein Stück Leder und einen Nagel dabei, wenn ich eine Scherbe oder Silex bearbeiten will. Heute habe ich natürlich nichts von beiden dabei. Darum nehme ich natürlich mein Taschenmesser, was denn sonst, und ein Stück Zunderschwamm, den ich gefunden habe. Den benutze ich als Unterlage. Wie gesagt, ich bin kein Experte in Flintknapping, aber ich versuche das nun trotzdem mal zu erklären, wie das funktioniert. Als erstes schaue ich mir mal die Scherbe an und versuche mir vorzustellen, wie der Pfeil in dieser Scherbe liegen könnte. Und das ist klar, hier ist die Spitze und da wird der untere Teil sein. Und das versuche ich nun herauszuarbeiten. Dazu suche ich mir eine schräg abgebrochene Kante, so wie hier. Und ich zeige das jetzt mal in der Luft. Also natürlich mache ich das nachher auf eine Unterlage. Und dann setze ich eine Nagelspitze oder in diesem Fall die Ahle in der Mitte der Bruchfläche an und drücke mit Kraft so nach unten. Dann löst sich hier unten eine Scherbe und das mache ich auf der ganzen Kante. So kann ich das Material abtragen und die Form herausarbeiten, die ich für meine Pfeilspitze haben will. Also, ich setze in der Mitte an und drücke nach unten weg. So bekomme ich diese muschelartigen Ausbrüche. Dann wende ich das Glas und drücke auf derselben Stelle auf die andere Seite. Ich wende die Scherbe wieder und drücke wieder auf die andere Seite. Nun seht ihr, konnte ich die Spitze schon etwas formen.
Natürlich ist es wichtig, dass er schaut, wo diese Scherben hinfliegen, dass er das irgendwo macht, wo die Leute nicht barfuß herumlaufen, also nicht gerade im Freibad oder so. In der Spitze müsst ihr dann natürlich vorsichtig arbeiten, weil sonst das Glas schnell bricht. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das Flintknapping wirklich funktioniert, dann gibt es sehr viele YouTube-Videos. Allerdings sind die meisten auf Englisch, aber die können das besser erklären als ich. Ich zeige einfach mal, wie ich so eine Pfeilspitze mache. So, das ist die Einkerbung für den Schaft und nun werde ich hier noch zwei kleine Einbuchtungen machen, damit man mit Sehne oder mit einem Stück Schnur den Pfeil besser am Schaft befestigen kann. Ich habe da in der Zwischenzeit etwas weitergearbeitet und habe diese Pfeilspitze hergestellt. Es ist immer etwas kleiner geworden, weil ein Teil abgebrochen ist. Aber jetzt schlussendlich kann sich das Resultat doch sehen lassen. Ich habe mir da mal exemplarisch einen Pfeilschaft vorbereitet. Den habe ich mit der Taschenmessersäge stirnseitig eingeschnitten. So ist eine Nut entstanden und ich schiebe nun den Pfeil in diese Nut hinein. So. Dann habe ich aus Brennnesselfasern ein Stück Schnur hergestellt und nachdem ich jetzt den Pfeil mit Harz etwas festgemacht hätte, würde ich nun den Pfeil mit einer Stück Schnur abbinden.
Das Ganze sieht nicht sehr, sehr vertrauenserweckend aus. Aber ich werde jetzt da mit Harz. Mittlerweile sind die Kühe gekommen. Ich werde da mit etwas Harz noch den Scherben noch festkleben oder die Pfahlspitze und dann hoffe ich, dass das zumindest für eine Kuh halten wird. Danke fürs Zuschauen und ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Und, ach ja, noch ein kleiner Werbeblock. Mein Buch Werke mit dem Taschenmesser ist jetzt im Handel erhältlich. Über die Internetseite www.taschenmesserbuch.ch könnt ihr auch ins Buch reinblättern. Schaut doch mal rein, vielleicht gefällt es euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!